Tiere, die man hält, damit man Produkte wie Milch oder Fleisch verkaufen kann, nennt man Nutztiere. Denn wir nutzen sie, um uns zu versorgen. Die Milchkuh ist ein typisches Nutztier auf einem deutschen Bauernhof. Schauen wir sie uns mal genauer an. Auf dem Kopf hat die Kuh normalerweise Hörner. Auf dem Bauernhof werden die Hornansätze bei den Kälbern so erhitzt, dass sich keine Hörner bilden. Denn viele Landwirte haben Angst, dass die Kühe sich gegenseitig oder ihre Tierbetreuer verletzen. Manche Landwirte züchten sogar schon hornlose Kühe. Andere wiederum lassen den Kühen ihre Hörner, damit sie natürlicher aufwachsen. Zum Gehen und Stehen hat die Kuh Klauen. Die Klauen sind nur der vorderste Teil des Kuhfußes. Die Kuh läuft also sozusagen auf den Zehenspitzen. Nicht zu übersehen bei Milchkühen ist das Euter. Hier produziert die Kuh ihre Milch. Doch wie kann die Kuh aus Gras Milch machen? Rinder sind Wiederkäuer. Nur so können sie Gras für die Ernährung nutzen. Dafür hat die Kuh 4 verschiedene Mägen. Besonders wichtig ist der große Pansen, in dem viele Bakterien leben.